Oho, da wurde wohl jemand in die Nervzelle gesteckt. Das sieht ja ziemlich ungemütlich dort aus. Da beschäftigen wir uns lieber mit einer anderen. Heute schauen wir uns einmal die Nervenzelle mit ihrem Bau und ihrer Funktion an. Nervenzellen oder auch Neurone sind die kleinsten Bestandteile unseres Nervensystems. Sie sind für die Aufnahme und Weiterleitung von elektrischen Impulsen zuständig, was mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 100 Metern pro Sekunde passieren kann. So können Nervenzellen mit anderen Nervenzellen oder auch mit Muskel- oder Drüsenzellen kommunizieren. Sehen wir uns nun einmal den Aufbau einer typischen Nervenzelle genauer an. Ein bisschen erinnert die Form ja auch an ein Stromkabel. Grob kann man die Nervenzelle in zwei Teile gliedern, den Zellkörper und das Axon. Der Zellkörper, auch Soma oder Perikarion genannt, beherbergt den Zellkern und alle anderen Zellorganellen wie eine gewöhnliche Zelle. Ungewöhnlich sind wiederum die verzweigten Fortsätze am Zellkörper, die Dendriten. Über diese Dendriten kann die Nervenzelle mit anderen Nervenzellen in Kontakt treten. Sie sind dabei für die Aufnahme von Nervensignalen zuständig und leiten diese zum Zellkörper weiter. Der lange Fortsatz, der an den Zellkörper anschließt, ist das Axon. Das am Axonhügel, also am Übergang von Zellkörper zu Axon. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgabenchat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.